Russische Wissenschaftler haben seinerzeit mit dem Bau eines Unterwasserteleskops für Neutrinos am Baikalsee begonnen. Und diese Arbeit geht seit kurzem wieder voran. Vermutlich wird dieses Objekt zu einer der wichtigsten wissenschaftlichen Einrichtungen des Landes und der ganzen Welt werden. Inzwischen wurde die erste Entdeckung von den Wissenschaftlern bereits gemacht. Sie haben die Anwesenheit eines kosmischen Gespenstes nachgewiesen. Wir sind daran gewöhnt, dass die Weltraumobjekte durch Teleskope beobachtet werden. Im Universum gibt es jedoch Objekte, zum Beispiel sehr weit entfernte Sterne, die selbst die stärkste Optik einfach nicht sehen kann. Glücklicherweise senden diese Sterne spezielle Teilchen aus. Sie werden Neutrinos oder auch Geisterteilchen genannt. Sie können ungehindert mit fast Lichtgeschwindigkeit durch Asteroiden, Planeten, Sterne und Galaxien fliegen. Sie sind darum Zeugen von kosmischen Ereignissen, von denen kein Licht und keine Radiowellen zu uns dringen. Eine unbekannte Anzahl von Neutrinos durchdringt auch unseren Planeten. Wenn es uns gelänge, diesen Prozess zu registrieren, wüssten wir genau, woher sie kommen und wie lange dieser Prozess dauerte. Anhand dieser Informationen würden wir die Quellen ihrer Strahlung verstehen und alte Geheimnisse des Weltraums entdecken. Wie kann man aber den Geist einfangen, für den es im Universum keine Hindernisse gibt? Ja, es ist unmöglich, das Neutrino aufzuhalten, aber es ist möglich, seine Spur zu fixieren, wofür spezielle Detektoren verwendet werden. Man kann ziemlich genau nach den Spuren die Richtung bestimmen, woher die Gäste aus dem All geflogen kommen. Die Wissenschaft, die sich mit diesem Phänomen beschäftigt, heißt Neutrino-Astronomie. Und wenn es verbal relativ einfach erklärt wird, ist es in der Praxis sehr schwierig, auf die Spur eines kosmischen Gespenstes zu kommen. Die Neutrino-Detektoren zum Abfangen der Himmelsboten waren schon seit Ende des letzten Jahrhunderts im Einsatz. Aber sie dürfen nicht überall installiert werden. Auf der Oberfläche unseres Planeten gibt es viele Verzerrungen durch die natürliche Hintergrund- sowie Lichtstrahlung. Es ist besser, den Detektor ganz tief im Boden oder im Wasser zu platzieren. Aber auch hier müssen die Standorte sorgfältig ausgewählt werden. Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts wurde in der UdSSR ein ganz unerwarteter Ort gefunden. In einem Salzbergwerk der Lagerstätte Artyomovsk in der Nähe der Stadt Soledar. In einer Tiefe von 100 Metern wurde dort ein 105 Tonnen schwerer unterirdischer Neutrino-Detektor aufgestellt. Die Salzpanzerung, die ihn umgab, reduzierte die Hintergrundstrahlung um mehr als das 300-fache. Erstaunlicherweise hat die Anlage fast bis zum heutigen Tag funktionstüchtig überlebt. 2005 wurde die Mine vom Institut für Kernforschung der Russischen Akademie der Wissenschaften gepachtet. 2021 versuchten ukrainische Abgeordnete, den Vertrag zu kündigen. Die Stadt und die Umgebung sind später Schauplatz erbitterter Gefechte geworden. Ob die Anlage heute noch existiert, ist uns nicht bekannt. In Russland gibt es jedoch einen noch vielversprechenderen Ort für die Jagd nach den rätselhaften Geisterteilchen, den berühmten Baikalsee. Die Amerikaner sind ebenso auf der Jagd nach Neutrinos. Der größte Neutrino-Detektor der Welt befindet sich an der Amundsen-Scott-Forschungsstation im Südpol. Für Observatorium Ice Cube hat man die Eislöcher bis zu einer Tiefe von 2,5 Kilometern im ewigen Eis gebohrt, wo die Physiker ihre Sonden an Trossen hinunterlassen können. Es sind optimale Bedingungen für die empfindlichen Messgeräte, die in druckfesten Glaskugeln verpackt sind. In großer Tiefe und in der derartigen Dunkelheit gibt es keine Interferenzen und man kann die Spuren des Neutrinos hier mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auffangen. Die Russen könnten auch in ihrem Sektor der Antarktis ein Observatorium bauen, aber Russland verfügt über den einzigartigen Baikalsee, wo es sowohl einfacher als auch billiger ist, dies zu tun. Der Bau des Teleskops am Baikalsee ist schätzungsweise 20 mal günstiger als am Südpol. Die russischen Forscher haben 2015 damit begonnen, genau dieselben Trossen mit Detektorkugeln unter das Eis zu tauchen.
Ihre Zahl wird schrittweise erhöht. Es ist sehr wichtig, dass es in den tiefen Gewässern des Baikalsees fast keine Störungen gibt. Das Projekt Baikal GVD ist bereits das größte in der nördlichen Hemisphäre und kann nach der Installation der geplanten Zahl der Detektoren zu einem des größten und empfindlichsten Neutrino-Detektoren werden. Dann kann man es mit dem Observatorium IceCube aufnehmen. Ab Frühling beginnt die saisonale Installation der neuen Cluster. Allerdings haben westliche Lieferanten versucht, auch hier manche Pläne zu durchkreuzen. Das Baikal-Teleskop hat im Dezember 2021 ein Neutrino-Signal von einem der hellsten Blazare abgefangen. IceCube in der Antarktis registrierte dieses Signal 4 Stunden zuvor. Zum ersten Mal haben die beiden größten Neutrino-Teleskope der Welt Geisterteilchen in 2 verschiedenen Hemisphären aus einer möglichen Quelle entdeckt. Das heißt, beide Teleskope haben das kosmische Gespenst am Schwanz gepackt. Darin besteht eine Kernaufgabe der internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet. Wir brauchen mehrere leistungsstarke Teleskope in verschiedenen Ecken des Planeten, um den Durchgang der Neutrinos durch die Weltkugel genauer zu erkennen. Leider haben sich deutsche und japanische Firmen geweigert, hochempfindliche Geräte für die neuen russischen Teleskopcluster im vorigen Jahr zu liefern. Aber die Tatsache, dass die Bauarbeiten der Forschungsstation am Baikalsee im Februar wieder aufgenommen wurden, sagt uns jedoch, dass die Lösung dieses Problems gewissermaßen in diesem Jahr gefunden wird. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Russen ihr Projekt früher oder später verwirklichen werden. Die Politik kann sich ja immer ändern, aber der Wissensdrang kennt keine Grenzen.